Leute, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Mutus 112, die Folge der Simulation. Ja, heute haben wir einen Abfall-Containerbrand. Ich bin im IE-Mode Core, sind mal der Maschinist. Und los! Achtung, Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für TLF-2. Und wir sollten die Fuß hingeht, schrecklich. Wenigstens irgendwas hingeht, nein, wir werden zu welchem. Navi sehen. Ich sage, letzte Woche war ich zweimal in der Fahrschule und Spanien. Und nicht, das wollte ich dann die Meldung an der Stelle. So, ich war wie gesagt letzte Woche in der Fahrschule und da habe ich so einen Fahrlehrer gesehen. Am Mittwoch habe ich den auch gesehen, da hat er mit dem Finger auf mich gezeigt und da hat er am Donnerstag gesagt, den hast du heute schon mal gesehen. Da musste ich mit meiner Freundin, so mit einer guten Freundin, musste ich mich erstmal. Erstmal kaputt lachen. So geil, also gut. So, das war echt lustig und ja. Das war so, da habe ich auch noch einiges von mir gehört und so und ja. Das war echt gut. Und falls ihr Fragen kommen, wo ich das Intro habe. Das Intro war auch von der guten Freundin der Fahrschule. Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen. Aber ich möchte mal sagen, das Mädchen weiß, oder die mittlerweile ist ja eine Frau, aber ich kann es immer noch nicht passen, dass er 18 ist. Und ja, für mich ist er ein Mädchen. Das soll jetzt nicht böse sein. Und ja, auf jeden Fall finde ich über das Intro kommt wieder mit ihr und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es gemacht hat. Also von schönen Gruß an vielen Dank von hier nach da, also von hier nach Borgen, nämlich da nicht sagen, von hier nach Borgen. Danke dafür. Falls das Video jetzt gucken solltest. Danke dafür. Ich mach nur was anderes mal. Perfekt. Bisschen aufstellen, ja. Aufspielen ist nochmal eingeschaltet. Ich wollte mal ein bisschen gut anwenden. Zum Spiel, okay.
Ach, da kann ich noch. Okay. Also, ich gehe meinen Maschinisten und guck da mal, wie viel Wasser habe ich denn schon verbraucht. Ui, das geht schon. Da müssen wir mal aufholen. Ich habe nicht vergessen, mal aufzufüllen. Das wäre immer cool, wenn was ich mir auch mal so wünschen würde, wenn so ein Einsatz, wenn es hieß, Achtung, Brandschutz, Kirchenbrand, wenn da die Kirche brennen würde, Einsatz für ELW 1124, ELK 2312, TLF 1, TLF 2, RTW 1, RTW 2, also RTW sind etwas NEF. Wenn man mal so was alles auswerfen würde. Und das haben wir versucht, die Kirche brennt komplett. Wir haben dann mal versucht, das alles komplett zu löschen. Das glaube ich wäre schon geil. Ob das mal gehen würde, ist die Frage. Das wäre auch mal ein cooler Einsatz. Nochmal den Maschinisten. Den Fahrlehrer, wie gesagt, finde ich auch ganz cool, wie gesagt, wenn sagt, ja, da müssen wir muss man auf einer roten Ampel warten, oder wird es ja nicht mehr, und dann ist fertig die Klamotte. So finde ich auch immer cool. Wir müssen erstmal, wo ist denn jetzt ohne Flügel drin? Da. Und das machen wir dann. Da muss ich den Maschinist sich drum kümmern. Jetzt halt ein bisschen länger, Leute, aber wir haben schon das ganze Wasser vom TLF verbraucht, deswegen. Ach, wisst ihr, was ich hab? Es gibt eh nur Bugs. Ich starte das Spiel einfach nochmal neu. Aber es ist noch gar nicht so, wenn man Brand löscht, dass man da Bank und Müllcontainer brennt, dass man da mehr sensibel für Wasser braucht. So komisch. Naja, gut.
Großcontainerbrand. Neues V8, da vergiss ich's. Hast du noch was gesehen? Das muss ich euch mal zeigen. Ich glaube, wie das geht. Guck mal, das ist erlaubt. Das ist mir jetzt gerade erlaubt. Geil. So, warum bleibt ein Einsatz? Und eigentlich müssen wir auch erkunden. So. Das war mal bei der Wache in einer großen Zeit der Besprechung, so muss ich im Ganzen bleiben. Ich verstehe. So. Die Fahrzeuge sind ja noch so da. Die stehen zwar da, aber. Und wie kommen sie da stehen? Das sollten wir gleich wissen. Das sollten wir auch nicht bald wissen.
Machen wir den mal. Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU1. Einsatz für LF24 RTW1. Angriffstrupp mit Prüferlöscher und Schnellangriffsschlauch vor. Angriffstrupp, wir ziehen der weiteren etwa im bezweckten Verkehrs Flottkilo. So, klingt ein bisschen komisch, aber ist echt gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen Spaß. So, bitte, bitte noch den Kraftstoff. Ein Stück bis bei manchen Sachen beim Truppführer, beim Gruppenführer, dass da noch ein bisschen was fehlt und beim Führungsassistenten, dass da noch keine Stimmen sind, ist ein bisschen schade, aber okay. Aber okay, ich meine, vielleicht kommt das ja noch, also es wäre wünschenswert, dass es vielleicht nochmal kommt. Komm.
wo sie fertig war, war gesagt. So, ich sitze schon dran, Rettungsassistenten. Okay, wir können. Wie gesagt, ich finde das echt cool und wenn ich darüber überlege, ob ich mich nicht da auch anmelde, weil so, jetzt lassen wir es mal probieren. Also der ist cool, echt cool und ich glaube, der macht es auch richtig gut mit dem Erklären und so bei ein paar Stunden und so weiter. Hat mir die gute Freundin schon viel erzählt und da bin ich immer sehr überrascht und ja, bin ich mal gespannt, ob das so wird, wie ich es will. Ja. War das sehr schönes Wetter am Sonntag. Ja, was glaube ich hochschwellig auch arbeiten, dann haben wir. System, schreibt das mal in die Kommentare. Ist jemand von euch bei der Berufsfeuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der DRK, beim Technischen Hilfsdienst oder so? Oder schreibt das einfach mal in die Kommentare. Das würde mich mal lesen. Also Hashtag Hilfsdienst oder Rettungsdienst oder was weiß ich. Schreibt dann einfach mal in die Kommentare. Ich werde es mir mal durchlesen und das dann mal die nächste Folge nehmen. Schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Deswegen schreibt es in den Kommentar. So, was haben wir gerade da? Jetzt müssen wir abhängen. Also, Bremse. Oh. Schreibt noch nicht.
sagen. Kurz Pause machen. Wer es hat, könnt ihr mir zeigen, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt einen Daumen nach oben, Freunde, mit dem Liegen und der anderen wohlkommen Kommentar oder bis ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dann. Tschüss.